Für was? Für die Kettensäge. Hm. Oh, vor uns kommt halt ein Supply Drop. Ja gut, vor uns jetzt nicht, aber so gut wie. Ja, ich muss die noch verbessern. Ich kann noch einen Bohrer machen. Oh, cool. Ich hab das gelernt. Mir brauchst du da Bohrer Sachen, also den Ding. 31 Fähigkeitspunkte habe ich. Okay, ich bin noch alleine hier. Das finde ich gut. Jo, wir sind ja gerade hier am Schatz suchen, weißt du? Ich grab jetzt mal ganz dreist unter die Straße rein. Der Kuh offline. Ja, voll schon die ganze Zeit. Nö, nee, dann schon zweimal. Ich hol mir ganz viel Holz. Komm schon. Komm schon. Echt? Okay. Okay. Hier lauter Löcher graben. Hat man da irgendwie ein System, wie man den Schatz leichter findet, Infernos? Weil das ist ja, wird ja nur ein Radius angezeigt. Nee. Du musst ihn dann echt in dem Gebiet suchen. Angezeigt. Du musst ihn in dem Gebiet wirklich suchen, auch so alles ausgraben. Alter, wie brutal. Ich grab mal so aber lange. Ich finde das gar nicht schlecht. Nö, nö. Schon okay. Ja. Ich rutsche hier immer weiter runter. Ich versuche mich mal bis zum Stein zu graben. Oh oh. Das ist gerade. Du lieber den Holzbau noch verbessern. Boah, das ist gerade ein bisschen sehr tief. Oh. Das war meine Schaufel. Alter, ich komme hier nicht mehr hoch. Boah. Ich grab mal. Alter, diese Zapfsäulen müsst ihr dann durchsuchen, gell? Oh. Hast du noch Platz im Inventar, Kleines? Ja. Okay, gut, weil ich... Ja, ich hab mich so blöd an, Alter. Okay. Okay, das machen wir jetzt anders. So. So. Und ich hab hier noch eine Schaufel und ich hab hier nochmal zwei Schaufeln. Okay, das müsste gehen. Ich greife mich einfach auf der anderen Seite durch zu dir. Kriegen wir da eigentlich Stein? Bei was? Beim Graben, bei diesem Gebiet hier. Wir sind in diesem Schrottgebiet, wo alles zerfallen ist, weißt du? Ja, vermächtigter Halbteller. Das kann sein, ja. Mhm. Aber da weiß man ja gar nicht, wie weit man sich runtergraben muss. Das ist voll gemein. Ja. Mein Inventar ist voll. Das ist nicht ganz so geil. Aber da gibt's, glaube ich, gutes Zeug drinne, gell? Okay. Wo? Ja, in den Schatzkisten. Ja, Schatzkisten. Schatzkisten gibt's immer gutes Zeug, ja. Hast du schon verbessert, oder? Oh, eine Schaufel. Okay. Aber wenigstens kriegt man dadurch auch übelst viel Stein. Und Sand. Für was braucht man eigentlich Sand? Gas herstellen. Oh! Hübsch. Ich muss einschmelzen. Ich weiß immer noch nicht, wie man schmilzt. Schmilzt. So. Aber du siehst doch an der Seite die ganzen Zahlen, was da drin ist, gell? Ja. Ja. Daneben sind zwei leere Plätze, da kannst du Metall reinziehen und sowas, da musst du ihn anmachen, dann schmilzt er es automatisch auf. Ach, so ist es, okay. Also, ich komme jetzt zurück, ja. Komm schon, Schatz. Komm schon, Schatz. Also, das Holz, was ich habe, das müsste jetzt eigentlich passen. Ich weiß nicht, ob ich richtig hab. Warte mal. Oh oh. Oh nein, ich hab mich hier irgendwie eingegraben. Ich hab auch eine Pistole, ich hab eine fertige Pistole gefunden gerade, gell? Hübsch? Eine fertige Pistole?
Fertig. Gott, 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 Gott. Oh, was war das denn? Hilfe! Nein, ein Hund! Ich hab mich hier irgendwo. Oh, das ist der Beton. Okay, das ist der Beton. Warum bist du hier? Mhm. Ich baue jetzt gerade schon halt. Ich wollte mich eigentlich dir entgegengraben. Ja, hol ich dir lieber selber. Hä, was machst du da? Den Beton kaputt? Ich sterbe. Nein, stirb nicht! Ja. Ne, den Beton, den kriegt man so nicht platt. Okay, warte mal. Ich tue das mal kurz ein bisschen. Ich hab einen verfickten Hund hinter mir. Ich weiß nicht, ob der schon eingrenzen. Ich finde auch, dass die Fackel entlang was schon aus wie eine Festung. Also ich finde das gigantisch gut eigentlich. Ich tue es mal hier ein bisschen einzäunen, also den Radius davon, damit du weißt, wo du langgraben musst, Kleines. Wieso sagst du eigentlich immer zu deiner Freundin Kleines? Einfach so? Das ist ein Kosename, Kollege? Kleines? Mhm. Also ein Kleines. Ist kein Kind mehr. Ja, das ist schon klar, dass es kein Kind mehr ist. Alter, hier ist die Musik voll eklig. So voll verstörend. Wieso? Weiß ich nicht, das ist so klingend, weiß ich nicht, so blöd zu erklären. I need more good stuff. Oh, Schatz, grab mal hier. Ich glaube, hier sieht's gar nicht mehr übel aus. Alter. Was für ein Gebiet. Ja, echt, oder? Für das kleine Häuschen, was dazwischen ist, ist es schon ganz schön heftig, du. Mhm. Kann man eine Nacht draußen überleben? Theoretisch schon, wenn du dich die ganze Zeit die Kirche? Verstecken. Ich hoffe, es brennt nichts. Dann haben wir hier irgendwo... Hier gibt es nichts zum Verstecken, okay. Ist doch wurscht. Heute irgendwo hin, wo keine Zombies sind, dann... Tust mal nicht so rum, Dennis. Tust mal nicht so rum, Dennis. Wieso? Dennis, hä? Ja, die spielen ja extra, weißt. Handtasche. Eine Handtasche? Das ist eine Handtasche. Mhm. Ja, da siehst du mal. Wieder komm mal zu mir! Komm mal zu mir! Ich hab eine Falle auf eine Falle gebaut. Bringt das was? Bringt das was? Ich hab keine Ahnung! Ich werde auf jeden Fall verbessern. Eine Falle auf der Falle. So. Fühl ich ab. Irgendwie hat das Spiel was, ich weiß nicht. Ich finde das sehr geil. Wie findet denn ihr das so? Ich find's gigantisch geil. Schon, gell? Voll. Macht Spaß. Aber ich hab's ja auch. Das ist voll lustig, das ist halt übelst wie Minecraft, aber halt irgendwie. Aber irgendwie halt schon besser. Das ist doch mit viel mehr Survival-Elementen, finde ich, wie Minecraft. Voll. Was mir halt ein bisschen fehlt, ist halt, dass du halt schlafen könntest oder so. Ja, aber für was denn? Wenn du schlafen könntest. War da gerade ein Zombie. Dann würdest du ja jede Zombie-Nacht überschlafen. Ist ja auch Quatsch. Aber es ist schwer draußen zu überleben. Selbst ich hatte Eisenrüstung und alles Mögliche. Mhm. Und Hunting Rifle auf 600, aber ich habe es kaum geschafft, das zu überleben. Mhm. Weil die Zombies nachts so schnell sind, du triffst die mit Maus und Tastatur ja schon kaum. Weil die sich ja so komisch bewegen. Ja. Aber du hast schon auf. Alter Schwede. Alter. Oh.
Naja, das sieht cool aus. Das wird sowieso anders wie auf dem PC, so haben sie zumindest gesagt. Boah, jetzt lass mich mal kurz was ausprobieren. Komm mal rein. Hier kommt Johnny mit der Axt. Komm mal hierher. Ich mach halt die Holzbalken auch besser, gell? Denkst du, wir würden das überleben? Weißt du, wie ich meine? So mach quasi. Ich komm, das probieren wir jetzt einfach aus. Sobald die Nacht hereinbricht, dann graben wir uns einfach hier ein. Entschuldigung, wegen der Erde jetzt. Nacht ist das kein Problem. Nee, die haben wir gerade. Die haben wir gerade hinter uns, die 14. Lass ihn doch! Okay. Hey, das sieht richtig gut aus bei mir hier. Was hinter uns? Okay. Leider kann ich nicht. Kann ich hier vielleicht irgendwie was anzeichnen oder so? Ah, eine Sekunde. Aber wenn man es nicht kaputt machen kann. Ja, nee, so hat es auch keinen Wert. Ja. Ich kann nicht auf Straße. Ah, ich hab was zum Heilen! Ich bin von der Krankenschwester bekommen. Wo soll ich das rein tun? Hä? Okay. Oh, ich überhitze. Ja, voll. Das war ja nicht nur professorisch, gell? Was ist noch einer? Dann bring's um. Oder soll ich umbringen? Nein, wir sind versteckt. Schmarrn, da ist keiner. Also ich leg das heile Zeug. Wir haben für unser Leben gern. Na, 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 na. Na, 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 na. Ja, mach ich erstmal die Heile Rent. Ja. Und dann. Was krieg ich da drauf? Warte mal kurz. Ich hab ein MacGyver Buch gefunden, glaube ich. Was ist das denn? Ich hoffe, dass die überhaupt nicht reinkommen. Geil. Das ist mein Gedenken eigentlich. Ich kann jetzt Alteisenstiefel machen. Die sind im Moment besser als das. Also Rüstung halt. Schwere Rüstung. Cool. Ja, aber das Problem ist, was ich nicht aber mag, ist, du erhitzt da voll schnell. Ja, da musst du zum Beispiel Bandana anziehen oder sowas. Böse. Da voll die Festung steht geworden. Ja auch, da steht ja dann auch dran, zum Beispiel Fahrenheit minus 5 oder Fahrenheit plus 20 bei einem Mantel. Oder so war das, glaube ich. Ach so. Wenn du da deine Ausrüstung danach auslegst auf minus, dann überhitzt du auch nicht so schnell. Ach so. Also man kann auch Klamotten kaufen, die dagegen quasi schützen. Genau, und da ist sie. Oh, ich hab nochmal eine Musik, Pistole gefunden. Hey, vielleicht zwei Pistolen. Ich hätte dich voll fies an die Musik. Mach ich. Ich werde die ganze Nacht wahrscheinlich verbessern. Weil die kommen sowieso nicht rein. Oder glaubst du schon? Gut, ich glaube, ich hab's eingezäunt langsam. Ja, ja, kein Problem. Ich grab das ja jetzt quasi weiter. Ich weiß ja jetzt, in welchem Radius das ungefähr ist. Und da tue ich das jetzt quasi vollends ausgraben. Hier einmal drumrum. Du kannst auch zum Beispiel überleben, wenn du auf dem Dachboden gehst. Mach ich auch, die Holzbalken. Und einen Block drüber baust, oder die Leiter. Wenn du Holz hast, übrig, Servo, dann kann ich auch mithelfen. Ich hoffe, dass wir uns. Ich grab uns hier dann ein. Und hoffe, dass das auch hilft. Abends. Das gibt's ja wohl nicht. Ist das fies mit dem Schatz? Da wo Metall davor ist, also nochmal eine Pistole, die könnt ihr
Am besten mit der Ding abbauen.